Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video erfährst du von mir 5 wichtige Tipps, die jeder Daytrader, der sich mit Daytrading bzw. vor Start seiner Karriere steht, wissen muss. Und der 5. Punkt ist der wichtigste Punkt. Also bleib bis zum Ende dran. Viel Spaß mit diesem Video. Bevor wir anfangen, möchte ich dich einmal bitten, unten den Kanal zu abonnieren, damit du wirklich Bescheid weißt, wenn die nächsten Videos kommen, wenn es neue Updates gibt, etc. Also einmal abonnieren und dann geht's weiter. Fangen wir an. Punkt 1. Der erste Punkt ist Informationen sammeln. Also geh ins World Wide Web, Google mal Trading, Daytrading, was ist das Ganze überhaupt, wie sieht das ganze Ding aus. Du kannst auch auf die App von der Mr. Volume Academy gehen, Google Play Store, App Store, einfach mal runterladen. Da gibt es auch ein paar Antworten zu deinen Fragen, was ist Daytrading, wie sieht das Ganze aus. Kannst du überall nachlesen, um einfach mal ein Bild davon zu kriegen, was ist das Ganze einfach. Kommen wir zu Punkt 2. Punkt 2 ist, sich damit zu identifizieren. Was meine ich damit? Du musst dir die Frage stellen, passe ich überhaupt in das Bild als Daytrader? Trading, ist das was für mich? Möchte ich das? Passt es zu mir? Ganz einfach. Du hast in Punkt 1 dir die Informationen geholt und in Punkt 2 entscheidest du dich, willst du in die Richtung gehen, beziehungsweise was passt zu dir, welche Richtung, Futures Trading, Crypto Trading, Forex Trading etc. oder doch in Aktien, Anleihen etc. investieren. Also was ist hier für dich das Beste, beziehungsweise wo siehst du dich darin? Und das ist die zweite Frage, kannst du dich mit dem Thema identifizieren? Kommen wir zu Punkt 3. Du hast jetzt in Punkt 1 dir die ganzen Infos geholt. In Punkt 2 hast du dich damit identifiziert, also passt es zu dir, möchtest du diesen Weg gehen, was passt zu dir am besten, welche Richtung vom Daytrading, Trading oder langfristigem Anlegen etc. passt zu dir. So, jetzt hast du das Passende gefunden, sagen wir mal, in welche Richtung du gehen möchtest. Und Punkt 3 ist, sich eine professionelle Ausbildung bzw. Kurs, Lehrgang etc. in dem Bereich zu suchen. Also das heißt, Recherche betreiben. Wie viele Ausbildungen etc. gibt es hier in diesem Bereich? Was kann ich hier lernen? Wo gibt es Seminare? Und dann, ganz blöd gesagt, in so eine Excel-Tabelle alles eintragen, sich damit, wie in Punkt 2, identifizieren, was passt zu mir am besten, was gibt es? Gibt es persönliche Betreuung? Wird hier über die Schulter geschaut etc.? Was ist mir wichtig? Bin ich mit meinem Coach zusammen etc.? Also hier wirklich ausfiltern, was es gibt, auch gucken, was zu einem am besten passt, wo man das beste Bauchgefühl entwickelt und dann sich das Beste aussuchen und dann in das Thema investieren und da reingehen. Ganz einfach. So, dann kommen wir zu Punkt 4. Du hast jetzt in Punkt 1 die ganzen Infos geholt. Punkt 2 hast du dich damit identifiziert, hast deine Richtung gefunden. In Punkt 3 hast du deine Recherche betrieben, hast eine Richtung gefunden, in welche Richtung du gehen möchtest. Und hast damit begonnen. Und in Punkt 4 geht es um das Thema Demo. Also das heißt, handle zuerst mit einem Demokonto. Und das langfristig. Guck, wie funktioniert das System? Wie baue ich meine Trading-Strategie auf? Wie handle ich mit einem Demokonto? Und wie konstant bin ich mit diesem Demokonto? Und so musst du dir Step by Step auf diesem Demokonto alles aufbauen. Das heißt, geh nicht gleich ins Echtgeldtrading rein. Wenn du in die Futures-Richtung gehst zum Beispiel, gleich mit einem Fremdkapitalanbieter dich zu qualifizieren, dich dafür zu kapitalisieren, versuche bzw. bleibe auf dem Pfad auf einem Demokonto, bis du alles richtig, richtig perfekt beherrschst. Und dann sagst du zu dir, okay, es passt, meine Performance stimmt, ich bin sehr konstant über Monate. So, mein Bauchgefühl sagt zu mir, jetzt kann ich rein, ich fühle mich sicher und so handle ich dann ein Echtgeldkonto oder ein Fremdkapitalkonto etc. So muss der Aufbau sein und das empfehle ich dir und deswegen der Punkt 4, Demokonto handeln, nicht gleich wechseln ins Echtgeld oder Fremdkapital etc. Das zu Punkt 4. So, kommen wir zu Punkt 5, dem wichtigsten Punkt aller 5 Punkte und zwar volle Power nenne ich den.
Wieso volle Power? Wenn du was beginnst, dann zieh es durch. Fang ja nicht einfach an und sag, ja, ich guck's mir mal an, ja, wie das aufgebaut ist, was ich da vom Profit rausziehen kann, etc. Also, das Wichtigste ist, egal was man im Leben macht, ob man in der Arbeitsstelle oder was erreichen möchte, ob man sich eine Firma aufbaut, ein Business etc., mit voller Power rangehen und sagen, ich mache es, ich schaffe es und dann wird das Ganze. Also, der wichtigste Punkt ist, volle Power geben und Gas geben. Das war's. Das waren die 5 wichtigsten Punkte. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gib mir einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, dass du kein weiteres Video verpasst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.